Nach und nach ziehen alle Teams ihre Missionen aus Kerems Brusttasche hier. The leader of the truffle pigs. Die Witten Trüffelschweine. Greg? So it's called Evergreen. Creates a reason to get lost. Yeah! Bring it on! Der Missionstitel heißt Evergreen, also immergrün. Die Mission ist, schafft einen Grund, um sich zu verlieren. Und der Ort ist der Platz direkt vor dem Hauptbahnhof, die große grüne Fläche mit dem schönen grünen Baum. The time is 5:32, we're going to do a countdown. 72 hours will begin at 5:33. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was haben Sie gedacht, als Sie hier angeguckt sind, sich hingesetzt haben und anfingen zu bauen? Da habe ich erst, im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das für eine Karnevalstruppe? Haben wir schon wieder Karneval? Wegen der Kleidung. Wegen der Kleidung. Die Leute waren unfassbar neugierig, haben immer gefragt, was sie machen. Viele Anwohner haben stündlich Fotos von dem Prozess gemacht. Man könnte immer eine Veränderung sehen. Also das Ganze ist jetzt ein sehr früher Prototyp, wo eigentlich nur die Form des geplanten Bauwerks gezeigt wird. Innerhalb des Wettbewerbs wurde uns der Ort gegeben und zusätzlich gibt es immer noch eine Mission, die formuliert wird, die einen so ein bisschen in eine Richtung lenkt und von der mussten wir uns und haben wir uns auch sehr inspirieren lassen. Unsere Mission war, kreiert einen Ort, an dem man sich verlieren möchte. Wir haben uns für ein Labyrinth entschieden, also wo man auch direkt dran denkt. Wenn man denkt ans Verlieren, da denkt man sehr schnell an ein Labyrinth. Allerdings haben wir es dann versucht, es so alternativ und neu und frisch wie möglich zu machen, indem wir nicht Wände aufgebaut haben, sage ich jetzt mal zum Beispiel, durch die man verloren geht, einen sehr offenen Raum mit diesen weißen Flatterbändern zu füllen. 25 people in it. Yes. Yeah. 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 Okay. So, can you translate them directly? Okay. So someone does it in German. Yeah. Okay. So this space will be some sort of maze. What's the other word for it? Labyrinth. Labyrinth. Yeah. It's. Short sentence. Dieser Raum wird eine Art Labyrinth werden. There would be a wooden structure around, but it would have openings in it, so you can see it from the outside. And once you enter from the inside, there will be some sort of curtains hanging down with strips. Also es werden relativ hohe Wände sein, sodass man nicht hineingucken kann, mit verschiedenen Öffnungen, durch die man das betreten kann. Und innen drin wird nicht einfach offen sein, sondern es wird voller wie so Girlanden runterhängen, sodass es wie ein Vorhang ist, in dem man sich erst reintasten. Okay, and then the mission is to create a reason to get lost. And then part of the reason to get lost, you have 3 exits, and each exit opens up, the space will change slightly, but each exit will open up to one of these spaces around. Die Mission war ja, einen Ort zu schaffen, wo man sich verlieren kann. Insofern gibt es 3 verschiedene Orte, von denen man reingehen kann. Wo man verloren gehen kann. Pardon. Es gibt dann da einen Grund. Willst du vielleicht direkt Deutsch sprechen? Ist es ein Grund, wo man verloren gehen kann? And then over here between the trees we have the idea of lost and found furniture. So people can bring in chairs and tables and other people can take them and replace them with other chairs and tables. Yeah. Also ein Grund, warum man verloren gehen kann, ist, wenn man aus diesen ganz dichten Labyrinth rauskommt, ist man dann plötzlich an einem wunderschönen Ort unter diesen beiden Bäumen, der vorher gar nicht so erlebbar war und jetzt ist er schon erlebbar gemacht, weil wir diese Absperrung zur Straße hin haben und diesen Sichtschutz. Und ein Teil von diesem ganz anderen Raum, der jetzt hier ist, der offene Raum, ist die Idee vom Lost and Found Furniture. Leute können ihre Stühle oder kleinen Tische, wie ihr da seht, wie es schon passiert ist, bringen, die sie nicht mehr brauchen und andersrum können sie sich wieder welche mitnehmen. Also ist so das
des Freiraummobiliars immer in Bewegung. Vielleicht kannst du mal von der Seite reingehen und du mal von der Seite reingehen, stopp. Und ihr versucht mal, wie leicht es ist, dass ihr euch darin begegnet. Sie wollen die Innenstadt aufbessern, damit etwas mehr Action so reinkommt. Und ja, das ist der Sinn ihrer Sache. Jede spielbare Architektur muss vorher getestet werden. Deshalb wurden Freiwillige gesucht, die bei Proben nach dem ersten Tag, nach den ersten Stunden, als die Idee entwickelt wurde, die Fläche abgesteckt wurde, mal mitmachen und sagen, wie sie diese Idee finden. Frau Weidenbach hat bei Evergreen, bei dem Projekt hier gegenüber dem Bahnhof, mal als Testerin mitgespielt. Was haben Sie denn hier machen müssen? Also wir haben einen Probelauf des Spieles gemacht, welches hier angedacht ist. Und wir waren die beiden Testpersonen und haben dann Feedback gegeben, also wie es uns gefallen hat. Was wir gut fanden, was wir schlecht fanden. Was mussten Sie konkret machen? Es ist eine Art Schnitzeljagd, die geplant wird. Wir haben Zettel suchen müssen, wo Begriffe drauf standen. Was soll ich denn jetzt sagen? Was machst du denn hier? Ich schmiere gerade die Außenkonstruktion von unserem unfassbar geilen Labyrinth, wo man sich ab Sonntag 14 Uhr drin verlieren kann. Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Ihr habt gerade einen Test gemacht? Wir haben gerade einen Test gemacht, ja, mit meinen Eltern. Wir haben auch noch ein Spiel, was hier drin stattfindet. Das ist nämlich, wenn sich das Spiel nicht mehr ändert und wir dabei bleiben jetzt, dann ist das das Verlierbüro. Ich glaube, ich habe sowas Ähnliches. Und dann kann man hier seine verlorenen Dinge wiederfinden. Mut, Zeit, alles, was man so im Alltag verliert und gerne wiederfinden würde. Kann man hier drin finden. Ich habe von dem Projekt gelesen und ich fand das so klasse. Also ich finde toll, dass hier etwas Kreatives entsteht, dass was für die Menschen entsteht und dass etwas getan wird, um das Leben hier lebenswerter und schöner zu machen. Und das fand ich so toll, da wollte ich einfach auch Energie mit reinfließen lassen. Ich dachte, du wirst jetzt schön bohren, deshalb. Achso, nee, das kann ich gerade nicht. Was sehen wir jetzt? Eine gigantische Konstruktion, in der Länge relativ länglich, die zum größten Teil aus Holz, Latten und Secondhand-Europaletten gebaut ist, konstruiert ist. Und da drin sind Wäscheleinen aus meinem Euroshop gespannt. Ganz, 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 ganz viele Plastikstreifen hängen von der Decke. Weiße Plastikstreifen, die im Wind wehen, eine Art Delusionierung hervorrufen, wenn man durch diese Plastikstreifen wandert. Lenny? Ja? Wo bist du? Hier. Ich habe hier meinen Hirsch gefunden. Ach, die Dame kenne ich. Ach ja. Aber man braucht hier eine spezielle Brille? Nee, eigentlich nicht. Ich wundere mich. Jetzt sehe ich ganz übel. Die lagen einfach nur da vorne. Die haben jetzt aufgesetzt, weil die da lagen. Aber ich glaube, es ist das Gleiche ohne Brille. Oder, Marek, was willst du sagen? Mit Brille, ohne Brille ist nicht so ein Riesenunterschied. Irgendwie wird einem fast schlecht, wenn man die abnimmt. Da hinten, weil wenn man weit durchguckt, sieht das alles blau aus. Komisch. Und wie ist das Labyrinth? Gut. Cool? Ja. Dann gehe ich doch mal durch. Guck mal, das ist was Blaues. Da kommt noch jemand. Was uns auch sehr wichtig war, ist, wir haben den größten Ort bekommen von allen 5 Orten. Dass die Frage auch war, wie kann der Ort denn auch noch aufgewertet werden? Es ist eine wunderschöne Grünfläche, wo man aber nicht gerne verweilt. Ja, weil man direkt an der riesigen Straße sitzt, wo auch der Hauptbusbahnhof ist. Hier fahren sehr viele laute Busse vorbei. Die Leute laufen hier nur mit ihrem Hund. Es ist nicht ein Ort, wo man sich gerne mal auf die Wiese setzt und ein Buch liest. Und wir haben die Konstruktion extra zur Straße hin, als Schirm zur Straße platziert, dass es ein bisschen den Lärm fängt. Einfach was Schöneres ist, wo man drauf schaut. Und wir haben 3 Sitzgelegenheiten, 3 Bänke hier hingestellt. Die sind in den Europaletten integriert.
dass man auf die Wiesenfläche guckt. Es gibt schon Bänke hier an diesem Platz, allerdings gucken die von der Grünfläche weg in die Wohnung von den Anwohnern direkt. Und dann verweilt eigentlich niemand. Jetzt, wo wir das hier so haben, da sind noch kleine Pflanzen neben den Bänken. Wir haben ein Bücherregal, wo man sich Bücher einfach mitnehmen kann. Wir haben eine schöne Schaukel aufgebaut. Es ist jetzt ein Ort, wo hier jetzt gerade Leute einfach auf der Wiese sitzen, ins Grüne gucken und auch diese Grünfläche genießen und nutzen.